Das sogenannte EMG-Verfahren, die Elektromyographie, ist ein relativ neues Verfahren, mithilfe dessen wir messen können, ob ein Muskel im Vergleich zur Gegenseite ausreichend gut arbeitet. Diese Frage stellt sich insbesondere beim Rückenschmerz, wo wir Verspannungen häufig im hüftübergreifenden Bereich haben, das heißt sogenannte Dysbalancen zu visualisieren. Aber, und das ist noch sehr viel häufiger, wir können mit dem EMG messen, ob ein Muskel, den wir operativ versorgt haben, zum Beispiel den Oberschenkelstrecker nach Vorder- und Kreuzbandersatz, wieder die Leistung tut, die sein gegenseitiger Muskel tut. Hier also die Frage nach Return to Sport. Wir sind in der Lage, durch dieses Messverfahren genau festzustellen, ob das betreffende Gelenk, der betreffende Muskel wieder sportfähig ist. Und wir können auf die Frage, die uns sehr häufig gestellt wird, wann kann ich wieder Sport machen, endlich eine individuelle, genaue Angabe zu machen. Das EMG-Verfahren auf höchstem wissenschaftlichen Niveau, wir verwenden hier ein sehr neues, sehr spezifisches Verfahren, ermöglicht uns zum einen, die große Gruppe unserer Rückenschmerzpatienten erfolgreich zu therapieren und auf der anderen Seite die Gruppe der operierten Patienten dahingehend zu beraten, wann sie mit dem betreffenden Gelenk wieder in ihren Sport einsteigen können und auch das Gelenk so zu belasten, wie es vor der Operation belastet wurde.